Bei mir jetzt Dominik Kohr, der Schirmherr der AOK Mini-WM, präsentiert vom Medienhaus Trierischer Volksfront. Dominik, du bist jetzt seit einigen Stunden da. Ja. Wie sind so die Eindrücke von den Fans, von den Spielen? Ja, die Begeisterung ist nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Fans da. Und man merkt, die Leute, ja, die ihre Kinder anfeuern. Und ich glaube, das macht das heute aus. Und das ist für eine gute Stimmung, ja, wichtig. Mini-WM, da kommen ja, glaube ich, bei dir auch Erinnerungen hoch. Kannst du noch daran erinnern, wie das vor 12 Jahren rund gelaufen ist bei dir als JSG Schwei-Spieler? Ja, wir waren damals in Luxemburg bei so einem Turnier gewesen und ja, ist was ganz Besonderes, wenn man dann für ein anderes Land mal auflaufen darf und ja, man versucht ja das Land dann gut zu vertreten und das merkt man auch heute bei dem Turnier und ja, so soll es sein. Vielleicht noch zu dir und deiner Karriere kurz, ja, U21 Europameister, jetzt bei Bayer Leverkusen richtig Fuß gefasst nach den 3 Jahren FC Augsburg. Wie sind die weiteren Ziele jetzt in der nächsten Saison? Ja, wir haben es in dieser Saison geschafft, ins internationale Geschäft wiederzukommen und ja, da werden wir weiter uns ja weiterentwickeln, unsere Erfahrungen machen und mal schauen, wie weit wir im internationalen Pokal kommen und wir hoffen natürlich so weit wie möglich und dann gibt es natürlich auch noch den Pokal. Leider sind wir diese Saison im Halbfinale ausgeschieden, aber wir wünschen uns alle mal nach Berlin zu fahren und das ist auch unser Ziel und ja, in der Liga werden wir versuchen, wieder ins internationale Geschäft für die Saison zu kommen. Abschließende Frage, nochmal den Bogen zu bekommen zur Weltmeisterschaft der Großen, dann in dem Fall in Russland. Wie verfolgst du es und was rechnest du für die deutsche Mannschaft hier aus? Ja, ich werde natürlich die Deutschen unterstützen, anschauen und natürlich auch andere Spiele, wo ja, werde ich gucken und man kann immer als Spieler was lernen und ja, ich wünsche natürlich der deutschen Mannschaft, dass sie sehr weit kommen, hoffentlich ins Finale und den Titel verteidigen, aber ja, es ist immer schwer bei einem Turnier vorherzusagen, wie es läuft, von daher drücke ich die Daumen und sie werden es schon hoffen.